Hey, na, wie geht euch das? Kleiner Disclaimer, bevor es losgeht. Wir sprechen am Anfang über Super Mario Odyssey, aber dieser Podcast ist einige Wochen, bevor Super Mario Odyssey erschienen ist. Ich muss die Zeiten richtig hinkriegen. Einige Wochen, bevor Super Mario Odyssey erschienen ist, haben wir diesen Podcast hier aufgenommen. Das heißt, wir wissen eigentlich noch gar nichts über das Spiel. Ich hatte das nur mal Probe gespielt und war dann nicht so begeistert. Ich habe aber mittlerweile eine spoilerfreie Review mir angeguckt, um das Spielkonzept, die Idee ein bisschen besser zu verstehen und bin jetzt nicht mehr ganz so skeptisch, vielleicht sogar ein bisschen gehypt und hätte Bock, das auch mal zu spielen. Irgendwann, wenn ich mal Zeit habe. Nur, dass ihr das zeitlich einordnen könnt, wenn ihr diesen Podcast erst irgendwie in ferner Zukunft euch mal anhört und denkt, hä, Super Mario Odyssey, ist doch voll geil, was labern die für eine Scheiße? Naja, ich habe es bis jetzt immer noch nicht gespielt, ich weiß es noch nicht, ob meine Kritik nicht vielleicht doch richtig ist, aber naja, ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit unserem Super Mario Podcast und wascht euch doch mal wieder. Nein, ihr riecht alle sehr gut. Ich weiß das. Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerdship Podcasts. Heute mit dabei Devil Flaggy, Marcel Hugenschild, Kikeriki, Jochen Störzer. Hallo. Und wieder als Gäste mit dabei die zwei Damen am Tisch, die nicht erwähnt werden möchten. Frag mich nicht, ich bin nur ein Mädchen. Das heutige Thema ist Super Mario. Wie super ist Mario? Oder ist er vielleicht eher normal? Oh nein. Es ist schon wieder einer von diesen Podcasts. Normal Mario World. Wie wollen wir eigentlich anfangen? Keine Ahnung. Also eigentlich können ja die Vorgeschichte erzählen. Wir sind zu dem Thema gekommen, weil wir gerade ganz... Für mich war es sehr merkwürdig, für euch war es wahrscheinlich wie jeder gute Tag. Habt ihr nämlich ein Video von mir angeguckt. Mhm. Ich war mit im Raum. Durfte selber nicht reden, weil der Bildschirm-Hugi geredet hat. Der ist viel besser als du. Ja. Und es ging um das Super Mario Odyssey. Ich kann es ja jetzt hier auch nochmal im Podcast erzählen. Ich habe das auf der Konnichi Probe gespielt. Das hat mir nicht gefallen. Es war ganz unangenehm zu steuern. Das war, sah nicht, also grafisch, halt Nintendo-Grafik. Aber ich finde es dumm, dass da echte Menschen rumlaufen. Es wirkt auch total bescheuert. Sind das richtig echte? Ja, es sind da so Menschen, die laufen da rum. Naja, es ist ja so, es ist ja... Wie ich das verstanden habe, der Versuch, die komplette Mario-Franchise-Vorgeschichte jetzt so ein bisschen unter einen Hut zu bringen. Verstehst du, oder? Einen Hut bringen. Weil Hüte ein Feature sind. Okay, und da hast du halt in einem, in einigen früheren Mario-Spielen gibt es ja die Pauline. Pauline. Das ist das erste Original Damsel in Distress in Donkey Kong. Donkey Kong. Und die ist ja von Proportion her auch normal hier. Und die spielt ja da halt auch wieder eine Rolle. Die kommt ja vor. Das ist ja auch mit so auf Konzerten von ihr schon auf dem Plakat. Da steht ja im Hintergrund. Heute im Concerto. Pauline. Ja, und weil die jetzt irgendwie einen Grund finden müssen, warum Mario in den ersten Spielen damals hieß er ja noch Jumpman, warum er halt damals in so einer Art New York war und halt so normal große Frauen gerettet hat, sagen die jetzt, okay, müssen wir so ein bisschen Redcon-mäßig jetzt halt diese Stadt einführen, irgendwie New Donkey City oder wie auch immer die heißt. Und die Pauline ist da halt so eine Art Sänger-Star. Bürgermeister, okay. Ja, und da ist das jetzt halt Canon. Und ich dachte halt, als ich das erste Mal da ein Video von gesehen habe, das ist
so wie Dr. Who mit Dimensionsreisen. Und Mario reist in verschiedene Dimensionen. Das ist halt eine Dimension, die unserer Welt entspricht. Das ist einfach New York, aber irgendwie ist es wohl nicht so. Es ist eine ganz normale Welt. Und also, ich habe ja auch, wie gesagt, nur 10 Minuten Proben gespielt. Ich kann ja über das ganze Spiel nicht sagen, das ist ja nur ein Level. Die anderen Level sind ja vielleicht ganz anders. Ja. Ich mag mich da noch nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Aber der erste Eindruck, der mir halt vermittelt werden sollte, der war schlechter. Ja, ist dann Mario auch so ein realistischer Charakter? Nee, Mario ist so Mario, wie Mario halt ist. Ja. Und du läufst dann so wie so in Sonic, den frühen Sonic-Spiel, oder die meisten Sonic-Spielen, läufst du halt rum, bist halt so ein anthropomorphisches Comic-Wesen-Figur und das sind halt ganz normale Menschen, die du da triffst. Eigentlich ist es halt auch irrelevant, aber... Ja. Der ist ja dann auch tatsächlich kein Klempner mehr. Das habe ich jetzt über Twitter mitgekriegt, dass da viele Leute sich darüber aufgeregt haben, dass Mario scheinbar offiziell jetzt nicht mehr Klempner ist, sondern irgendwas anderes. Ich fand das aber so unwichtig, dass ich mir nicht mehr die Mühe gemacht habe, nachzugucken, was Mario denn jetzt für einen Job hat. Und er hatte ja eh immer andere Jobs im Laufe der Zeit. Er war Arzt. Ja, genau. Lizenzierter Arzt. Ab und zu war ein Waschbär. Abrissunternehmen hat er mal gehabt. Feuermacher. Führer einer Religion. Golfspieler, professioneller Tennisspieler, ja. Olympionike. Archäologe. Fußballer, stimmt. Einmal hat er so ein Raumschiff geflogen und hat Blöcke damit weggemacht. Boxrichter. Ein Hotel hat er mal gehabt. Ja. Und irgendwie wird er von allen Leuten in Hyrule verehrt. Und überall Bilder von ihm rumhängen. Ja. Ja, so ist das. Jetzt muss das halt alles in Canon werden. Es ist komisch. Ich habe die Anfangssequenz von dem Mario und Rabbids Spiel gesehen. Und das ist irgendwie so, das ist so ein Mädel, die so wissenschaftlich Sachen macht. Eine Wissenschaftlerin, sagt man da auch jetzt mittlerweile. Und die hat irgendwie sowas erfunden, womit du Sachen kombinieren kannst du irgendwie so, ganz komisch. Klebebahn. Und die hat halt so ein Super Mario Poster in ihrem Zimmer hängen. Dann geht die irgendwie weg und dann kommen die Rabbids da rein und die machen dann so Chaos, weil die so drollige sind. Und die reisen dann in das Poster oder kombinieren irgendwie sich selber mit der Welt, also mit dem Poster. So ein bisschen wie in dem Märchenmaschine bei Dr. Slump, dass die in was reinreisen können. Und da frage ich mich jetzt auch, wie hängen denn jetzt die Rabbids Welt-Universe-mäßig zusammen mit den Super Mario? Ist das alles nur in so einer Hub-Welt, alle Videospiele, die nur in der Game Theory? Ehrlich gesagt, mein Interesse, das Spiel zu spielen, hängt nur damit zusammen, ob da noch irgendwelche Informationen rauskommen, wie das beendet wird, das Spiel. Ich glaube, wir müssen uns bei Mario früher bei Mario viel Gedanken. Guck mal, viel einfacher. Es gab ja neulich, also letztes Jahr, da kam doch dieses Crossover-Spiel zwischen der Mario RPG-Rollenspielserie und der Paper Mario-Rollenspielserie raus. Und da wurde ja, glaube ich, auch schon deutlich gemacht, das sind zwei verschiedene Realitäten. Wobei, glaube ich, das Super Mario RPG-Universum in Canon ist mit den normalen Mario-Spielen. Es gibt ja diese Super Mario-Spiele direkt. Das muss man ja auch bedenken. Wir springen jetzt ein bisschen hin und her. Aber das Mario-Franchise, was ja das mit Abstand erfolgreichste Videospiel-Franchise überhaupt ist, mit viel, viel, viel Abstand zu Platz 2, was dann, glaube ich, Pokémon ist. Ich weiß jetzt nicht genau. Und das Mario-Franchise ist halt so enorm und groß, dass sich das ja nochmal in viele Unter-Franchises aufteilt. Mhm. Und das Super Mario alleine ist ja schon da ein Unter-Franchise. Und ich glaube, man müsste es jetzt vielleicht mal innerhalb von diesem Podcast ein bisschen nochmal trennen. Ich glaube, wir sollten als Hauptreihe halt alles spielen, die halt dieses Super Mario im Titel haben.
nehmen. Weil das sind dann in der Regel so New Super Mario Bros., Super Mario Bros. 3, Super Mario World, Super Mario 64 und so weiter. Und das ist für mich so die Hauptreihe. Ja, alles andere ist so Beiwerk. Genau, Super alles Mario. Andere ist halt dann, ja. Die sind sogar teilweise von den Storys her, soweit man bei einem Mario-Spiel überhaupt von der Story reden kann, irgendwie auch verbunden. Also ich weiß noch, meine ersten Mario-Spiele waren die auf dem Game Boy. Das allererste, was ich jemals überhaupt gespielt habe, war Super Mario Land 2, Six Golden Coins. Auch immer noch ein gutes Spiel, habe ich dieses Jahr erst wieder gespielt und war überrascht, wie gut sich das gehalten hat. Und dann habe ich danach Super Mario Land 1 gespielt. Das muss so 93, 94 rum gewesen sein. Und da war ich überrascht, dass das tatsächlich von der Story her zusammenhängt. Dass da halt in der Spielanleitung so ein bisschen Story-Snippets mit drin steht, dass das irgendwie miteinander verbindet. Mhm. Und dann kam ja Super Mario Land 3. Zwischendurch habe ich auch mal Super Mario Land gespielt. Das war Mario Land dann, ja. Genau. Aha. Das war auch storymäßig wieder irgendwie. Das fand ich nämlich da. Also da habe ich es gesehen. Bei den ersten beiden habe ich jetzt nicht den Story-Zusammenhang gesehen, aber bei 2 und 3 ist die Story ist deutlich. In Super Mario Land, da geht halt Mario los, um die Prinzessin Daisy zu retten. Ich weiß nicht mehr genau, warum er da Prinzessin Daisy auf einmal klar machen will. Warum nicht? Und während er weg ist, kommt Wario und nimmt sein Land weg. Ah, okay. Super Mario Land. Der Witz ist, dass das namensgebende Super Mario Land aus dem ersten Teil gar nicht vorkommt, sondern das ist das erste Mal in Super Mario Land 2 zu sehen. Und der böse Wario hat das halt übernommen, das Land, und dann haut Mario, Spoilerwarnung übrigens für Super Mario Land 2, Mario haut Wario am Ende auf den Sack. Und dann geht Wario weg und ja, macht sich da so sein eigenes Zeug. Und das ist dann die Geschichte von Wario Land. Voll episch. Das ist Game of Thrones der Super Mario-Ära. Und dann habe ich halt zwischendurch natürlich noch Super Mario World gespielt und dann auch rückwirkend die ganzen NES-Mario-Spiele noch nachgeholt. Aber ich habe das ganz durcheinander gespielt. Ja. Mit was habt ihr angefangen? Ich habe tatsächlich mit Super Mario Brothers auf dem NES. Ich glaube, das erste war das. Aber auch schnell dann Super Mario Land. Super Mario Land 2 auf dem Game Boy war, glaube ich, mein erstes, weil meine Schwester das hatte. Dann das erste bei so Freunden, die das hatten. Das Wario Land, wenn es überhaupt ein. Naja, das ist ein Messer, egal. Das ja, da geht's nämlich schon los, ja. Und dann Super Mario 64. Und zwischendrin dann auch immer die NES und Super Nintendo Teile. Das hatte ich ja selber nicht, aber das ist dann immer bei Freunden oder so gewesen. Ich hatte eine Zeit lang auch einen. Freunde, genau. den ersten Nintendo. Und da habe ich dann Super Mario Bros. Gespielt. Geil! Die habe ich auch noch alle dann nachgeholt, die drei Super. Die habe ich auch alle in Mint, muss ich sagen. Ja. Wie ich damals dachte, als unschuldiger Bub, guck mal, Game Boy, das hat ja eine schlechtere Grafik als ein Nintendo 64. Und niemals in der Welt kann es sein, dass irgendwann ein Handheld so eine gute Grafik wie das N64. Und so kam es dann auch. Ja. Also wie gesagt, ich habe NES, das erste Super Mario Bros. Angefangen. Das zweite, also die Doki Doki Panik Geschichte, nie so wirklich. Das habe ich auch nie gespielt. Außer Virtual Console, da habe ich es dann mal gespielt. Ja, stimmt. Dafür dann aber den Dreier wieder. Aber ich glaube auch nie durch, tatsächlich. Also die letzte Welt und das letzte Luftschiff, das ist. Hat keinen Spaß mehr gemacht. Ja, ich fand, die wurden dann erst spielbar mit dem Super Mario All-Stars. Ja. Und das Problem ist, Super Mario All-Stars war mal eins der billigsten Super Nintendo-Spiele. Das wurde so oft gepresst, das wurde so rausgemüllt. Und
wo dann, man sagt ja auch oft, dass durch diese ganzen Online-Videospiel-Review-Channel auf YouTube vor allem der Preis beeinflusst wurde. Und jetzt hast du ja gerade diese Retro-Gaming-Welle und ganz viele Leute holen sich jetzt sozusagen ihre Kindheit wieder zurück in ihr Leben und kaufen das Zeug, was sie damals vielleicht verkauft haben. Und da haben die Leute gemerkt, hey, guck mal, Super Mario All-Stars, das hat gleich 4 Spiele oder wie viel drauf. Das lohnt sich ja. Komm, dann holen wir uns mal das. Das ist ja billig. Und es ist so im Preis dadurch gestiegen. Das ist jetzt irgendwie so, ich weiß noch, vor ein paar Jahren, da hast du es überall für 5 Euro bekommen. Jetzt ist es, glaube ich, bei 80 Euro oder so. Total verhältnislos. Das kann ich eigentlich allen empfehlen. Aber jetzt gibt es ja das NES Mini. Das, also Nintendo Classic Mini Nintendo Entertainment System, wo ja die 3 Spiele drauf sind. Und der Punkt ist, die Collection auf dem Super Nintendo hatte halt schon die überarbeitete Grafik, ist deswegen allein schon, finde ich, ja, das Beste, also die beste Option. Und du konntest Spielstände speichern, was geil ist bei einem Mario-Spiel. Das habe ich am NES immer scheiße gefunden. Und ich habe erst letztes Jahr, das letzte Mal, Mario Bros. 3 wirklich auf dem NES gespielt. Und ich war da halt frustriert, weil du halt nicht speichern kannst. Und das fühlt sich irgendwie scheiße an. Das ist ja für viele auch sogar das Lieblings-Mario-Spiel. Aber zur Not holt es euch auf dem NES Mini, falls ihr eins habt. Also dann ist es ja schon drauf. Da könnt ihr halt so Save-Games anlegen. Und ich finde irgendwie, das ist so bei den alten Mario-Spielen, ist das echt so ein Gamebreaker im wahrsten Sinne, dass du halt keine Save-Games anlegen kannst. Also beim ersten ist es ja noch nicht so schlimm, weil das ist ja wirklich ein Spiel, das spielt man ein Stück durch. Also selbst wenn man nicht irgendwelche Cheats, oder also nicht Cheats, sondern diese Warp-Welten benutzt, und selbst wenn man es nicht so wirklich kann. Das dauert schon lang. Ja, aber so in einer halben Stunde bist du durch. Ja. Nee, ich habe es selten gemacht. Ich habe es sehr selten wirklich am Stück mal durchgespielt. Ich habe es manchmal gemacht, das habe ich wirklich sehr viel gespielt. Aber wenn du da wirklich jedes Level ohne Warp Zone, bis, glaube ich, Level 8 ging das ja, jedes am Stück durchspielst, ja, das ist schon ein paar Stunden, wenn du da nicht gerade auf Speedrun machst. Da gibt's also musst du schon sehr viel Zeit lassen. Du bist halt super gut, Jochen. Nein, bin ich gar nicht. Aber ich bin zum Beispiel nicht super gut. Ja. Ich bräuchte länger dafür. Nee. Wir können ja mal chronologisch vielleicht mal den Titel mal kurz dann auch durchgehen und dann. Nee. Nee. Dann auch sagen, das Super Mario Land als das erste war dann, glaube ich, das zweite Gameboy-Spiel, was ich überhaupt je besessen habe. Und das war dann richtig cool. Ja. Das habe ich dann auch bis zum geht nicht mehr gespielt. Mhm. Hat auch nach wie vor einer meiner liebsten Ending-Soundtracks. Mach mal, Jochen. Nee, das ist es dann. Mach mal, Jochen. Jochen schämt sich. Nee, das ist falsch. Aber richtig gut auf jeden Fall. Und ich glaub's dir jetzt einfach. Ja. Den zweiten, den hatte ich nicht selber, den hatte ich ausgeliehen. Der hat dann auch viel Spaß gemacht. Wario World war dann auch, Wario Land war dann auch was, was ich nie so wirklich gespielt habe. Oh, schade. Doch. Ja, da sagen immer alle, dass es so gut ist. Das ist wirklich sehr gut. Es ist halt auch anders, aber Wario Land ist, glaube ich, objektiv betrachtet mindestens Top 5 Gameboy-Spiel. Mhm. Und das habe ich für mich ganz wichtig, das Spiel. Ja. Ich habe sehr viel Zeit in meiner Kindheit investiert. Und es ist auch schon so ein richtig großes Spiel. Also Mario Land 2, habe ich ja vorhin erzählt, habe ich dieses Jahr erst wieder gespielt. Da habe ich mich zweimal, nicht mal eine Stunde vielleicht, rangesetzt. Ich weiß nicht, ist jetzt vielleicht ein bisschen untertrieben. Ich habe mich zweimal rangesetzt, war durch, kannst ja auch überall speichern. Und ich habe das letzte Level beim ersten Versuch geschafft. Ich dachte, oh Gott, als Kind habe ich da Wochen gebraucht, so try and error mäßig, mich so von Hindernis zu Hindernis durchgehangelt. Diesmal zack, durch. Ich dachte, okay, das war's jetzt. Alle Level natürlich auch freigeschaltet und so weiter, kein Problem.
Ja, dann war das für mich aber auch abgehakt, gab es nichts mehr zu tun. Bei Wario Land weiß ich noch, da hatte ich das Spiel durch, mir haben noch zwei komplette Welten gefehlt, die ich noch nicht mal freigeschalten habe. Mhm. Ich dachte, wie komme ich denn jetzt an diese Welt? Also hier hinten ist noch so ein riesiger Berg, der muss ja auch spielbar sein. Wo ist denn da der Zugang? Und das war halt wirklich wie so ein Adventure-Spiel in gewisser Weise auch, wo du Sachen von A nach B in einem Level tragen musstest und versteckte Geheimgänge und so weiter. Ein richtig episches, großes Ding, auch mit mehreren verschiedenen Enden, die man freischalten konnte. Fand ich cool. Und es war tatsächlich ein Spiel, was mir damals mein Opa geschenkt hat. Mhm. Und da kann ich ja mal ganz kurz ein kleines Stück zurückspringen. Als ich 1994, muss das gewesen sein, 93 vielleicht, hatte ich Super Nintendo noch relativ neu. Da war ich mal eine Woche bei meinen Großeltern und hatte das Super Nintendo mitgenommen und habe dort ein Super Mario World, was mein erstes Super Nintendo Spiel war, wie es sich gehört natürlich, habe das dort durchgespielt. Also ich hatte schon einen Teil des Spiels schon gespielt gehabt, damit es noch sehr lang gebraucht, um mich da so durchzuhangeln. Und dann war ich schon relativ weit und hatte schon so ein Gefühl, eventuell könnte ich es jetzt in der Woche durchschaffen. Und mein Opa, der das sonst gar nicht so im Bereich neue Medien unterwegs war, der fand das total interessant. Er hatte noch nie ein Videospiel gesehen. Und da hat er dann irgendwann mal angefangen, sich dann immer so dazuzusetzen und unkommentiert hat er mir einfach zugeguckt, wie ich das Spiel spiele. Und war da total fasziniert. Und mein Opa, der ist ja mehr so ein Straightforward-Typ. Hätte ich dem auch nicht zugetraut. Hier hätte ich immer gedacht, ja, vielleicht denkt er auch, was für eine Zeitverschwendung. Aber nee, gar nicht. Und dann hatte ich das wirklich bis zum letzten Level geschafft und dachte dann, jetzt ziehe ich das durch. Jetzt besiege ich diesen finalen Bowser. Und ich hatte da echt eine harte Zeit mit dem. Mittlerweile kein Problem. Aber damals musste ich ja erst noch so die Patterns rausfinden. Ich war ein dummes, kleines Grundschulkind. Ne? Für mich war das damals schwierig. Und da hat sich mein Opa auch so richtig für mich mit gefreut. Und dann meinte noch so meine Oma, als es dann durch hatte, hättest du doch mal einen Opa gefragt, der hätte bestimmt auch mal gespielt. Da habe ich so drüber nachgedacht, ja stimmt, der hätte wahrscheinlich wirklich gern mal gespielt. Und ich frage mich dann manchmal so aus heutiger Sicht, ja, was wäre denn passiert, wenn ich meinen Opa damals hätte spielen lassen? Ich meine, das ist jetzt Dritter Weltkrieg. Über 20 Jahre her, deutlich über 20 Jahre. Mein Opa hätte ja noch eine richtige Gamer-Karriere starten können. Der hätte jetzt vielleicht einen YouTube-Channel, so Let's Play mit Erhard Uhlig. Und das andere Ding ist, es gibt wahrscheinlich kein perfekteres Videospiel, um mit Gaming anzufangen, als Super Mario World. Ja. Außer vielleicht Super Mario Bros. Vielleicht. Nee, ich würde sogar sagen, Super Mario Bros. Ist einfach auch zu fies und zu... Ja. Du musst wirklich gut sein in Super Mario Bros. In Super Mario World ist ein relativ einfaches Spiel zum Reinkommen, aber es vermittelt dir auch die eben gerade solche Pattern, wie weit kannst du springen und in welchem Rhythmus solltest du springen und wenn Gegner auf dich zurennen, wie musst du darauf reagieren und so. Da ist eben die Pattern-Vermittlung sehr viel einfacher und auch angenehmer. Einfach so. Und dann kommt es eben in späteren Welten nur noch drauf an, dass du eben die Pattern erkennst und dann auch richtig anwendest. Ja, das Perfektionieren von diesen ganzen Bewegungsabläufen, die du intuitiv nebenbei lernst. Und jedenfalls hatte mein Opa das halt schon verstanden. Das ist irgendwie mit diesem Mario, das mag das Kind. Und irgendwie so im selben Jahr oder ein Jahr später hat er mir halt dann Super Mario Land 3, Wario Land, geschenkt und dachte ich, perfekt! Das habe ich mir gewünscht, das ist auf den Punkt genau das, was man mir schenken sollte in dieser Phase meines Lebens. Ich habe das weggesucht, das ist halt ein ganz anderer Schnack und da kommen wir jetzt schon wieder in so eine schwierige Phase, wenn wir über Mario-Spiele quatschen. Nämlich, das hat offiziell vom Titel her noch diese Super Mario-Labelung. Aber es beginnt damit schon wieder ein neues Franchise, nämlich das Franchise der Wario-Spiele. Mhm. Und das ist wie mit Super Mario World 2, was ja dann Yoshi's Island ist, was auch wiederum sein eigenes Franchise begründet hat. Für mich ist es halt schwierig, da immer genauso
kommen wir bestimmt auch noch dazu. Aber für mich ist halt so gerade auf dem Super Nintendo eigentlich ist das Super Mario World und halt diese Remakes von den NES-Spielen. Und Yoshi's Island ist ja stilistisch vom Gameplay her und so weiter, das ist völlig anders. Mhm. Deswegen, Schwierig. Ich finde halt auch, ein Mario-Spiel definiert sich halt auch stark durch die Möglichkeiten, die dir ein Mario gibt. Steuerung, wie er springt, Power-Ups und so weiter, was in den Leveln zu tun ist. Aber das ist auch das, es sind immer relativ wenige Dinge, die man mit Mario machen kann. Also klar, er kann normal laufen, er kann rennen, er kann sich ducken, er kann hüpfen. Wenn er rennt und hüpft, hüpft er höher und weiter. Dann gibt es eben, glaube ich, in jedem Spiel diesen Super Mushroom, wo er dann größer wird. Mhm. Nicht? Doch. Und Feuer. So, ja. Kopf geschüttelt hast. Ja, in Super Mario, also wie gesagt, du bist jetzt noch bei den 2D. Ja, dann ja. Und es gibt auch fast immer irgendwie dann so eine Feuerblume, wo er dann irgendwie eine Attacke hat, wo er einfach ein bisschen weitergeht. Dann gibt es eben dann noch die anderen Fähigkeiten. Meistens hat es irgendwas mit Fliegen zu tun. Also in Mario Land 2 waren es die Hasenohren, in Mario World war es das Cape, in Mario 3 war es der Waschbär-Anzug. Und so kamen immer noch ein bisschen ein paar Gimmicks dazu, aber nicht so furchtbar viele. Und da war es dann halt immer die Frage, wie, in welcher Kombination, in welchem Level ist es jetzt das Beste, mit welchem Gegenstand durchzugehen. Es hat auch immer so ein bisschen so Einfluss auf die Art, wie du das Spiel spielst. Weil Mario-Spiele sind ja in der Regel sehr linear und hey, hier musst du lang, das ist dein Pfad. Das, so mochte ich auch immer am liebsten meine Mario-Spiele, deswegen hatte ich da noch ein bisschen Schwierigkeiten mit so einem Mario 64 mit den beiden offenen Welten. Aber selbst da hast du für die einzelnen Missionen, die du in den Welten hast, auch relativ klare lineare Wege. Und meistens geben dir die Power-Ups die Möglichkeit, offensiver zu spielen. Feuerblume, Gegner wegbashen oder halt defensiver. Das sind dann in der Regel diese Flugfähigkeiten. Nimm dir Zeit für die Sprünge, es muss nicht ganz so perfekt sein. Geh lieber an den Gegnern vorbei. Das ist meistens der einfachere Weg, wenn du diese Flugsachen da mitnimmst. Und ich bin halt eher so dieser Flugsachen-Mensch. Da bin ich Fan von. Und gerade in World kam ja dann Yoshi noch dazu. Zum Reittier, dass du dann immer noch von einem großen Abgrund abspringen kannst. Töten. Yoshi in Abgrund fällt und du aber noch drüber rausspringen kannst. Das war eigentlich so Hauptzweck. Und eben dann aber auch das Gimmick mit Yoshi, dass wenn er die Schildkröten frisst, in verschiedenen Farben, je nachdem, hat dann das, was er ausspuckt, oder ansonsten verschiedene Fähigkeiten, war auch schon ganz interessant. Aber das ist auch genauso ein Punkt, was ich an den Mario-Spielen halt auch immer so genial fand und immer noch finde, wenn neue rauskommen. Die haben halt ein Spiel, was super funktioniert, was die perfekteste Steuerung hat, die man sich vorstellen kann in einem Videospiel. Was viele Spiele heute, ja, nicht jedes, aber sie gleitet immer ein bisschen. Es ist die Idee von einem Mario-Spiel, dass das die perfekte Steuerung hat. Und das allein würde ja schon reichen, um einen super Spielspaß zu garantieren, mit diesen paar Power-Ups geschenkt. Das ist ein schöner Bonus. Aber dann kommt ihr halt in jedem neuen Spiel mit irgendwie einer Fülle von neuen Features, wo du merkst, ja, aber die passen perfekt rein in diese Mario-Lore, aber halt auch in so diese Gameplay-Sachen, die schon etabliert sind, die machen das jetzt nicht inbar, das bisherige Gameplay, sondern erweitern das um eine sinnvolle Komponente. Und auf der einen Seite sagen die, hey, hier hast du auf einmal Yoshi und es gibt dadurch eine neue Möglichkeit anzugreifen oder generell halt so mit den Gegnern umzugehen oder halt auch mit der Umgebung zu interagieren. Aber die sagen, okay, aber wir gehen noch einen Schritt weiter und der Yoshi hat noch verschiedene Fähigkeiten, die der bekommen kann. Erster Auftritt, das hat niemand verlangt. Also ich saß damals und dachte, na okay, Yoshi kommt neu dazu.
Danke, reicht mir schon. Hast du noch 3 verschiedene Farben, die der Yoshi da noch haben kann. Und dann kann er halt auch noch fliegen und Feuer spucken und ich weiß nicht was noch. Aufstampfen. Genau. Und das machen die halt in jedem Spiel. Ich habe neulich erstmal wieder ein paar nachgeholt, wo die gleich so eine Fülle an neuen Sachen immer gleich reinnehmen, aber halt auch wie die Level kreiert sind. Du hast so ein paar Klassiker. Du hast so Plattformen, die nach unten fallen oder Plattformen, die wie so eine Wippe sind. Wenn du hier drauf springst, da geht es an der anderen Seite hoch oder so verschiedene Sachen. Und dann gibt es manchmal so ein Mario-Spiel, nur ein Level, wo du eine Mechanik drin hast, die aber so geil irgendwie ist. Du denkst, hey Mensch, da könnte man fast schon ein ganzes Spiel damit jetzt machen. Die ist nur so in einem Level mal so eine Wegwerfmechanik. So nach dem Motto, wir haben so viele geile Ideen für unsere Jump'n'Run-Level. Hier, geschenkt. Kommen wir nie wieder drauf zurück, nur damit ihr wisst, wie geil wir sind. Das finde ich immer krass bei Mario-Spielen. Deswegen finde ich die Spiele auch am besten, die sich auf das Platforming einfach nur konzentrieren. Und die halt mit dem wenigen limitierten Zeug, was das Spiel halt hat, halt einfach nur einen klaren Weg vorgeben und sagen, das musst du meistern. Wenn du das meisterst, wirst du automatisch besser im Spiel. Nicht so dieses offene, weite Open World Sandbox Mario, was da teilweise manchmal durchkommt. Also gerade bei Mario World war ja ein Level, wo je nachdem wie schnell du den ersten Teil machst oder wie viel Münzen du den ersten Teil sammelst, verändert sich dann der zweite Teil von dem Level. Das habe ich bis heute noch nicht kapiert, das Level. Das hatte ja, glaube ich, 3 verschiedene Ausgänge. Mhm. Gut Glück. Ich wüsste jetzt ehrlich gesagt, ich spiele das ja auch alle paar Jahre mal, bei dem Level hänge ich dann immer. Mittlerweile kann ich ja im Internet nachgucken, aber damals als Kind, das war nur so auf gut Glück, spiele das Level einfach 20 Mal durch, irgendwann wird sich schon der Ausgang mal so ergeben. Ganz seltsam. Aber Mario World hat echt viel neues Zeug damals gebracht. Die Schalterpaläste und die Geisterhäuser. So. Ja, war schon richtig, ja. Die Sternenwelt. Ja. Das war auch das. Mhm. Und die erweiterte Sternenwelt dann noch, diese Special Worlds. For Special People. Mhm. Ja, die waren dann wirklich für die, wo dann das normale Spiel quasi kein Hindernis mehr dargestellt hat, waren dann die Special Worlds, wo dann es nochmal einen Kick angezogen hat. Das ist ja mittlerweile auch so Standard bei den Mario-Spielen. Also die letzten beiden, die ich gespielt habe, das war Mario 3D Land. Auf dem 3DS und auch auf dem 3DS New Super Mario Bros. 2. Ja, New Super Mario, ja genau. Und da war es halt auch bei beiden Spielen so, du konntest dann noch schwerere Level spielen, die standen dir aber nicht im Weg. Das fand ich cool, weil ich im Laufe des Spiels auch immer besser und immer besser und immer besser geworden bin. Ich dachte mal, nein, ich spiele das jetzt nur durch, ich habe keinen Bock auf die Challenge, das ist mir viel zu schwer, ich habe ewig nicht mehr ein Mario-Spiel gespielt. Und dann wurde ich ja immer besser und geiler, wie die Vogelspinne. Und dann brauchte ich das. Ich habe das wirklich gewollt. Und das ist nämlich auch ein wichtiger Punkt bei mir. Mein letztes großes Mario-Spiel war halt Super Mario Galaxy. Und das ging mir nur auf den Keks dann. Also ich habe das halt durchgespielt, um es durchzuspielen. Aber ich hatte da keine Lust, weil das so viele Fehler auch hatte. Die Kamera war scheiße. Ich hatte das Gefühl, hat es sich nicht so gut steuern lassen. Und mir hat es keinen Spaß gemacht, mit der Welt zu interagieren. Das war nur Mittel zum Zweck, um den Abspann zu sehen. Und bei diesen kleineren Mario-Spielen hatte ich es jetzt halt wieder, so wie damals zu Super Mario World Zeiten oder Super Mario Land und so weiter, dass ich das Gefühl hatte, das Spiel hatte eine gute Input-Output-Schleife. Ich konnte gut kontrollieren, was da passiert oder was meine Aktion für eine Reaktion von dem Spiel halt bringt. Das finde ich halt bei den Mario-Spielen schön. Ja, nicht das Gefühl, ich weiß nicht, ob der Sprung diesmal klappt. Viele Plattformen oder 90er Jahre waren halt so, ich stehe vor so einem ganz kleinen Abgrund. Der schafft den Sprung locker, aber wenn ich jetzt nicht genau richtig drücke, dann läuft der nur nach vorne da rein. Solche Spiele gab es damals zuhause, man kann es sich gar nicht mehr vorstellen. Und da war eigentlich Mario immer auf dem Punkt. So, auch so Sachen, dass du während du springst noch die Richtung wechseln kannst, das ist nicht so selbstverständlich damals gewesen. Kann ja auch dann erst in den Spätmann. Ja. In Mario Bros. Für Nintendo, fürs NES,
war das nicht so. Ah, das ist gesprungen und dann war das das. Ich dachte, da ging das auch. Ich habe früher so viel Mario gespielt, dass ich gedacht habe, man kann das wirklich ja. im Flug die Richtung wechseln. Dieses dummes Kind. Ja, wirklich peinlich, muss ich sagen. Ich habe das Buch Console Wars gelesen. Mhm. Und da ist es irgendwann so, dass die von Sega halt das Super Mario World kriegen, um das zu spielen, um zu gucken, ob das gut ist oder nicht. Und dann ist es so, also, ich weiß ja nicht, ob es wirklich so war, aber wahrscheinlich, vielleicht, ja, bla bla bla, egal. Auf jeden Fall spielen das dann so und dann so, ja, es ist schon sehr gut. Aber es ist eigentlich nicht so gut. Es macht gar nicht so viel neu. Ich habe mich richtig geärgert, als ich das gelesen habe. Ihr dummen Sega-Leute, ihr wisst es überhaupt. Ihr wisst gar nichts. Gut, trotzdem. Ich muss aber auch echt überlegen, ob Sega mal so einen runden Plattformer hinbekommen hat. Jetzt würde natürlich Michael, wenn er da wäre, sagen, jo, Sonic. Sonic ist halt ein ganz anderer Schnack. Also Sonic hat einen anderen Anspruch als Mario. Mir hat Sonic auch nie so viel Spaß gemacht, ja. So von reinen Spielen her. Ich habe halt bei Sonic immer das Problem gehabt, entweder du läufst langsam durch, ja. Dann kannst du alles kontrollieren, aber dann ist es langweilig, oder du lässt dich halt wie ein Flipperball durch die Gegend katapultieren und dann hast du überhaupt keine Kontrolle mehr, dann landest du irgendwann mal in irgendwelchen Spikes oder im Gegner. Ja. Oder ist es auch wieder raus. Deswegen hat bei mir nie so wirklich funktioniert. Ich fand doch bei Sonic die Welt einfach nicht so sympathisch irgendwie. Bei Mario, das ist alles so random, aber ja, du hast halt nicht so eine Anspannung, oder wie ich sagen soll, außer die Geisterhäuser und die Boss-Level. Also, da muss ich sagen, die sind nicht schwerer als die anderen Level, aber die schaffen es irgendwie in diesem fluffigen Kontext so was Düsteres. Ich hatte immer keinen Bock in die Geisterhäuser. Ja, eben, ja. Das ging mir jetzt auch wieder so. Ich habe dann manchmal echt, als ich jetzt die beiden auf dem 3DS gespielt habe, da habe ich dann immer vor diesem Boss im Geisterlevel, habe ich dann erstmal gespeichert und wollte dann erstmal nicht weiterspielen. Obwohl die gar nicht so schlimm waren. Gerade die Geisterlevel sind ja oft auch recht genial sogar bei den Mario-Spielen. Das kam ja dann, glaube ich, auch erst mit Mario World, die ersten Geisterhäuser. Mhm. Und die haben ja immer irgend so einen Schnack. Es ist ja nie einfach nur durchrennen, sondern irgendwas ist da immer. Ja, aber gerade wie du sagst, es ist eigentlich, es ist ja so eine schöne und angenehme Welt. Mhm. Also allein schon mal Mushroom Island oder Mushroom World oder was auch immer. Das und dann hast du halt eben da diesen Vanilla Dome und die Chocolate Island und so irgendwas und Butterbridge und sowas. Es ist einfach, ja, nett und schön und angenehm. Und ja. Die Welten sind auch schön gezeichnet und kannst du dir wirklich vorstellen, so, ja, wenn da jetzt nicht dieser Bowser und seine was sind 15.000 Kinder. Bowser raus! Genau, wenn die nicht so Stress machen würden, das wäre echt eine schöne Landschaft. Ja. Man fragt sich halt auch, wie dort Leute wohnen wollen, wenn dort alles auf Plattform ist, die runterfallen. Aber trotzdem, ja, es ist halt so sympathisch, fröhlich, bunt, comichaft. Ich weiß noch, ich habe die Mario-Spiele ja in der Grundschule gespielt und selbst damals musstest du dich manchmal schon rechtfertigen, weil das halt nicht krasser, martialischer Scheiß war, mit alle Leute abschießen. Ich finde, jetzt als Erwachsener mit so Retro-Welle im Rücken, da kannst du erstmal offener darüber reden, dass du ja die Mario-Spiele spielst, besten Gewissens. Aber damals, ich weiß noch, zu Grundschulzeiten, da war das schon eher so ein Tabuthema, weil damals halt auch schon sowas wie Werner aufkam oder so Batman The Animated Series, so dieses düstere oder dieses frechere Zeug. Und da kamst du halt mit deinem Mario und so, ja. Doom und Wolfenstein. Ja, das ja, stimmt. Auch selbst das Grundschulzeiten stimmt. Ich manche weiß noch, dass ich mich auch immer rechtfertigen musste, weil alle schon immer krasse Playstation-Spiele gespielt haben. Ich hatte halt dann mein old Nintendo. Und ich aber das nicht formulieren konnte damals, warum ich das denn so gerne spiele. Ich hätte dann sagen können, es macht halt Spaß. Das ist es tut mir doch leid. Ich spiele wie ein Mädchen. Ja, und dann kam immer nur so, das ist nur für Kinder. Ich bin auch noch ein scheiß Kind. Ihr Trottel.
die hatten dann immer Geschlechtsverkehr auch ständig und ich habe halt Super Mario gespielt. Ja, ich kann das nachvollziehen. Aber ich glaube, es sind ganz viele Themen, die wir auch hier in den Podcasts besprechen. Ich habe ja oft so diese bittere Seite, dass wir das jetzt halt so ausleben müssen, weil es irgendwie stigmatisiert war, als wir in dem Alter waren. Als wir eigentlich die Zielgruppe waren. Das ist was, was man bei Kindern oft nicht so gut einschätzen kann von außerhalb als Erwachsener, dass Kinder eigentlich nicht wirklich so richtig Kinder sein dürfen in so einer sozialen Gruppe, die nur aus Kindern besteht, weil die relativ schnell cool sein wollen und einen krassen Scheiß dann nur noch abfeiern wollen, obwohl jeder eigentlich am liebsten trotzdem nur schön Trickfilme gucken würde. Ich weiß noch, bei uns damals, das ging viel zu schnell verloren. Dieses ganz frühkindlich naive, trollige, bunte. Vielleicht, ich weiß nicht, ob es für Mädchen anders war, ob Mädchen das länger durften. Aber die Mädchen haben auch, glaube ich, keine Mario-Spiele gespielt. Der ich Sexist. Ich habe gespielt, brauchst du nicht sagen, schon. Haben eure Eltern mal irgend so ein Mario-Spiel gespielt? Hatten die da mal einen Zugang? Also, pass auf. Oh, jetzt kommt's. Jetzt kommt's. Krasse Story. Die Knaller-Story. Ich könnte zum Einstieg nochmal die SMS vorlesen, die mein Vater mir heute, nee, oder die gestern die, geschickt hat. Nein, aber vielleicht lasse ich es lieber, nein, weil ich über nicht. Die ganze Geschichte negativ werben. Also kein richtiges Mario, wie wir es festgelegt haben, Story-Mario sozusagen. Aber ich hatte eine sehr lange Phase, wo ich mit meinem Vater Mario Kart gespielt habe. Und das war so exzessiv, vor allem aus seiner Weise raus, dass der sich da so richtig reingesteigert hat. Und immer wenn ich nach Hause kam, hing der schon in meinem Zimmer rum und hat Mario Kart gespielt. Ich so, Papa, Vater, ich muss jetzt nicht anfassen. Ich bin jetzt zu einem Alter. Nein, wir müssen jetzt Mario Kart spielen. Und ich war aber besser als er. Ich habe immer gewonnen. Und er hatte halt das Ding, es kann nicht sein, es darf nicht sein, dass er gewinnt. Und dann habe ich ihn mal einmal gewinnen lassen. Mein erster großer Erziehungsfehler, den ich getan habe. Und dann war der so eingebildet danach. Ich bin, scheinbar bin ich wohl jetzt der beste Mario Kart Fahrer auf der ganzen Welt. Und dann war ich so richtig angepisst, so, also richtig mit Tränen in den Augen. Ich hasse dich, Vater, dafür, wie du bist. Und dann war das so, ich weiß gar nicht, ob ich das dann so meinte, so, ja, nur weil ich dich gewinnen lassen habe oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall wurde dann das große Mario Kart Turnier ausgetragen. Da wurde der von oben aus meinem Zimmer, wo ich hatte nur so einen ganz kleinen Röhrenfernseher, wurde der nach unten ins Wohnzimmer getragen. An den großen Fernseher angeschlossen. Und dann ging's los. Und dann habe ich halt, kannst ja einstellen, 50 Kubikzentimeter, das ist das Einfache, und 100 und 150. Und dann haben wir auf 150 gespielt. Nein. Und es war nicht schön, nicht für mich nicht, kreuzen. Weil es viel zu schwer war auf einmal. Für meinen Vater war es auch nicht so schön. Und ich weiß gar nicht mehr, wir sind dann irgendwie so verblieben. Die haben danach nie wieder gespielt. Das war so, also nie wieder miteinander gespielt. Das hat uns kaputt gemacht, dieser Tag. Da war es vorbei. Und ich habe dann später immer noch mal so sehnsüchtig daran gedacht und habe dann immer so Mario Kart Lieder gesummt, so in seiner Gegenwart. Weil ich konnte es nicht aussprechen. Ich konnte nicht zu ihm sagen, Power, ich möchte mal wieder mit dir Mario Kart spielen. Das ging einfach nicht. Aber die Lieder habe ich gesummt in der Hoffnung, dass er so aus so einer Traurigkeit erwacht und meint, was ist das für ein Lied? Ich kenne das. Mario Kart. Wir müssen Mario Kart spielen. Ja, aber nee, seitdem nie wieder. Ach, schade. Schade. Bei mir war es mein Papa. Mein Papa hatte mal so einen NES halt mal hingestellt bekommen von mir, oder ich weiß nicht mehr genau, wie das war. Und der ist dann mal richtig, weiß nicht, vielleicht so ein Jahr, zwei Jahre aufs NES scharf gegangen, zu einer Phase, wo ich, glaube ich, gerade PlayStation gespielt habe. Also vielleicht so späte 90er. Ich habe mich dann immer mal wieder anstecken lassen und habe dann halt auch mal wieder mitgespielt. Da haben wir so Zeug wie, ich glaube, ich habe es damals in diesem
entsprechenden Podcast, den Michel sich damals gewünscht hat, auch mit bequatscht. Und wir hatten viele solche Casual Games. Also eins meiner Lieblings-NES-Spiele war ja auch Dr. Mario, hat auch total gerne gespielt. Da haben wir so kleine Spiele wie Tanks hieß das oder Duck Hunt eine Weile gespielt. Aber er war halt auch total auf Super Mario Bros. Das erste Mario-Plattformer, Jump'n'Run-Hauptspiel damals, ist er halt so abgegangen, dass er das halt auch richtig gut und besser als ich dann konnte. Und da dachte ich immer, mein Papa hat nicht so viel später angefangen als ich mit Videospielen. Dadurch, dass ja, ich hatte dann vielleicht damals 3-4 Jahre Videospielerfahrung, als er angefangen hat. Aber er hat sich immer geweigert, dann weitere Spiele zu spielen. Hat immer gesagt, nein, bis hierhin und nicht weiter. Das ist das, was ich kann, das ist meine Comfortzone, die verlasse ich nicht. Ich habe manchmal auch ein paar andere Videospiele, wie so Fußball oder sowas mal mit ihm gespielt. Aber der wollte dann nicht über diese einfache Bedienbarkeit und dieses überschaubare Spielprinzip hinaus. Das fand ich total schade. Aber wie gesagt, der war so unheimlich gut in Super Mario Bros. Er hat es durchgerotzt wie blöd, wo ich dann teilweise gerade bei den Eiswelten, oh nein, der rutscht ja. Und mein Papa so, wusch, 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 wusch. Du dummes Kind, nützt doch das Momentum. Und meine Mutti, separat davon, die ist dann mal auf Super Mario World total abgegangen. Und die konnte das nicht so gut. Aber die hatte total Spaß an dieser Selbstwirksamkeit, die sie dann erlebt hat. Es ist ja eigentlich genau genommen, sage ich jetzt mal aus der wissenschaftlichen Sicht, was macht denn Jochen, macht so komische Selbstwirksamkeit, das heißt, ich drücke hier Knopf. Genau, ja, genau. Und ich meine, das ist ja das, was genau genommen der Hauptaspekt ist, warum Videospiele so erfolgreich sind. Dass du halt mit dem Medium interagieren kannst, dass du das Gefühl hast, mit relativ wenig Input von dir oder mit relativ wenig Aktionen möglichst große Reaktionen zu schaffen. Das ist schlimmstenfalls bei einem Quicktime-Event, du drückst einmal Kreis und Kratos zerschnetzelt eine Hydra. Ja. Aber viel mehr Spaß macht es ja bei sowas wie Mario, wo du dann halt auch das Gefühl hast, die Kontrolle zu behalten. Das ist ja der ganz wichtige Aspekt. Und das allein hat meiner Mutti Spaß gemacht. Die musste auch gar nicht ein Level unbedingt abschießen, aber für jemand, der, na, die war damals so in ihren späten 20 und vielleicht so 30, glaube ich. Und das war für die ein ganz großer Moment, wenn du vorher nie ein Videospiel gespielt hast. Und auf einmal drückst du auf den Knopf für so einen kleinen Controller und das Mädel hoppt da rum. Mhm. Das hat ja total viel Spaß gemacht. Die mochte Yoshi total gerne. Und später, als Yoshis Island dann rauskam, das hat die auch immer mal gespielt. Die konnte sich da einfach nur dran erfreuen. Aber je komplexer dann die Spielmechanik im Laufe des Spiels wurde, desto mehr hat das Spiel auch meine Mutti verloren. Und die hat dann später sich auf Tetris einigen können. Ja, und jetzt spielt Tetris Mario Bros. Saga. Tetris Mütter, Verwandlung zu... Ich fand das ganz witzig. Mario Bros. Saga Mütter. Das Hörbuch, Seelautkörper, ja. Wo ja meine Mutter auch schon mal vorkam. Genau. Dass sie immer halt Tetris und sowas gespielt hat. Und ich habe das halt so als positiv, also zumindest habe ich das gedacht, als positiv hervorgehoben. Guck mal, meine Mutter ist cool, die hat Videospiele gespielt. Und dann kam meine Mutter mal irgendwann so zu mir und sagte so, hier, das Hörbuch. Und ich so, oh nein, ich habe bestimmt irgendwas Schlimmes gesagt, weil ich auch irgendwann mal so eine Szene drin habe, irgendwie, dass wir im Auto sitzen und uns nichts zu erzählen haben oder irgendwie so. Sie so, ja, das ist gerade das mit diesen Videospielen jetzt sagen musstest. Das hat mir aber nicht so gut gefallen. Ich sag, aber das ist doch cool. Ich mag doch Videospiele, Mutter. Die ganze Welt mag Videospiele. Videospiele sind auf deiner Seite. Eltern. Also das ist nicht irgendwie eine Geschichte voller Fröhlichkeit. Jugendschutz und Videospiele. Aber jetzt macht sie halt auch immer so, ja, online irgendwelche, keine Ahnung. Online-Poker, total verschuldet. Ach, aber trotzdem, also Quintessenz der Geschichte ist ja, auf die Mario-Spiele können sich die Eltern komischerweise einigen, bei mir sogar mein Opa. Mhm. Aber ich glaube auch, wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Papa, bei dem ich ja weiß, der ist schon Mario-Spiele gefärbt, ich dem jetzt so Mario Odyssey, von dem, was ich bisher gesehen habe, hinstellen würde, oder von mir aus auch Mario Galaxy,
Das wäre zu verwirrend für die. Ja. Ich, nee, komm, lass mal. Genau. Hugi, du hast ja dann viel Super Mario 64 gespielt. Ja. Warum ist das besser als Mario Odyssey? Das ist nervisch, beim Lügen. Erzähl mal. Also wenn ich so viel Zeit in Super Mario Odyssey gesteckt hätte wie in Super Mario 64, dann könntest du dir die Frage beantworten. Punkt. Ich hab's halt doch nur bis jetzt 10 Minuten gespielt. Jochen, hast du, Mario 64 überhaupt das Ding gespielt? Ist, warte. Boah, angespielt. Also. Ja. Super Mario 64, pass auf. Das gab's halt einfach mal irgendwann. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, wann ich das erste Mal gespielt habe. Ich hatte das erst selber nicht, aber ich wollte das dann haben. Wegen dem Spiel, also ein Kumpel hatte einen N64 und ich wollte dann auch deswegen, auch wegen Super Mario 64, unbedingt auch selber einen N64 haben. Und ich habe den ja erst relativ kurz vor Ende von der Lebensspanne vom N64 habe ich den dann erst gekriegt. Und ich finde halt, also das Ding ist immer, viele sagen dann so Kamera und so, das ist scheiße. Es ist ein bisschen hakelig, aber ich finde, wie du nimmst das und wie du Mario steuerst, das ist so, das ist für mich so natürlich. Vielleicht liegt es einfach daran, weil es halt auch so das eins der ersten Spiele ist, die ich gespielt habe, aber ich finde, das nimmst du und denkst, ja, so wie du den da steuerst, so muss das sein. Das ist einfach so. Und bei Super Mario Odyssey, wo ich es gespielt habe, ich drücke das in eine Richtung und der läuft ganz woanders hin. Da funktionierte das irgendwie nicht, die Übertragung von meinem Gehirn auf meine Hand auf den Bildschirm. Irgendwo ging da Information verloren, weil ich fühlte mich verloren. Weil Super Mario 64, das nehme ich in der Hand, auch weil ich jetzt halt so viel gespielt habe, wahrscheinlich auch, aber wenn ich das jetzt nehme, kann ich sofort alles geil spielen. Das ist super gut. Das fühlt sich cool an, das zu spielen. Ich spring damit und dann mache ich einen Dreifachsprung und dann mache ich einen langen Long Jump und dann mache ich einen Rückwärtssalto und dann mache ich einen runterstampft und so. Ist übrigens aber auch ein Ding, die führen das ein, 3D Mario, und dann geben die Mario ganz viel krasse neue Skills, die wir vorher nicht so hatten. Ja, das ist ja das, was ich vorher meine mit Yoshi, ja. Und sowas, das ist auch geil. Ja, ja, das ist es halt, also... Meine Meinung zu Super Mario 64 sind nicht so gut. Das wissen wir ja schon. Ich habe ja auch immer schon gesagt, ja, das ist nicht das beste Mario-Spiel. Ich verstehe dich aber auch. Also wenn du halt vorher nicht von Super Mario World vor allem kommst, was halt fast perfekt ist. Ja. Und dann kommst du, das hatte ich ja auch mit Zelda, das hatten wir schon an anderen Stellen manchmal besprochen. Aber du kommst dann halt in diese neue Ära der 3D-Spiele und musst schon zugeben, klar, das ist ein cooler erster Versuch, aber es ist halt nicht dieses perfekte Spiel, das es dann halt emporgehoben wurde in den vielen Jahrzehnten danach, wo ich mir denke, habt ihr das damals wirklich gespielt und hattet ihr 2D Mario Vorkenntnisse oder war das euer erstes Spiel? Trotzdem immer noch, Internet, das Super Mario 64 das beste 3D Mario ist. Ja, könnte ich jetzt nicht so genau sagen, aber das Problem ist halt, ich kam ganz schlecht damals rein, weil ich das nicht gewohnt war. Erstens halt die komplexe Steuerung, relativ komplex, dieses offene Level, Design. Aber das, was du gesagt hast, ja, aber das ist ja nicht schlimm, das muss ich lernen. Aber das andere, was ich lernen musste, und das kreide ich dem Spiel an, ist, dass ich mit den Fehlern des Designs, sage ich mal, halt zurechtkommen musste. Ich wusste halt dann an manchen Stellen, wenn ich hier hochspringe, dreht sich die Kamera ganz doof. Das muss ich mit einplanen, wenn ich hier hochspringe. Weil wenn ich jetzt hier hochspringe und die Kamera dreht sich, dann stimmt auf einmal die Richtung, die ich drücke, nicht mehr. Und dann springt Mario nach unten in den Abgrund. Das heißt, ich muss die Fehler des Spiels jetzt mit einkalkulieren. Das fand ich so dumm bei dem Spiel. Ich fand das so unfair dadurch. Weil Mario 64 ist auch so ein Spiel, wo du diese ewig langen Level teilweise hast. Wenn du irgendwo dann mal runterfällst, bist es dann halt nicht einfach tot, verlierst vielleicht ein bisschen Energie, dann müsstest du nochmal den ganzen scheiß Weg da auch. Ich weiß gar nicht mehr, wie das mit Checkpoints, weil ich glaube, es gab halt einfach gab keine. Es gab nur so in 2 Leveln oder so, wenn du in die Pyramide gekommen bist, dann bist du nach dem Todgehen wieder in der Pyramide gelandet. Für mich war es halt damals auch so, es gibt diese Stellen, wo es so dumm ist, aber dadurch, dass du ja in den Leveln, du musst die Level ja kennenlernen, das ist ja deine Aufgabe. Dadurch
lernst du halt dann auch diese hakeligen Stellen kennen. Also das ist halt, ich habe da auch viel geflucht dann bei dem. Das hat mich auch gebrochen teilweise, das Spiel. Das ist ja mein Online-Comic Super Mario, wo halt Mario der dumme Trottel ist. Das basiert alles auf dem Hass, den ich auch Super Mario 64 entgegengebracht habe als Kind. So. Mario teilweise, dumme Schwein, manche Stellen einfach nicht genau das gemacht hat, was er da machen soll. Und das ist halt so, das ist halt bei den 2D-Marios vorher, ist das sauberer einfach. Das ist halt so. Aber, das heißt, ach, weiß ich auch nicht. Das ist vielleicht ein Guilty Pleasure auch, Mario 64. Ja, genau. Aber es gibt viele Leute, die das mögen. Und dann gucke ich mir ja zum Beispiel immer super gerne so Speedruns davon an und denke, ach man, die sind so gut. Es ist wirklich ein Spiel, was besser aussieht, als es sich spielen lässt. Wie gesagt, ich will auch nicht böse über das Spiel so groß reden, aber es ist auch schlecht gealtert, muss man auch sagen. Ich habe es vor 3 Jahren oder so habe ich es nochmal reingeschmissen, wirklich original im N64, nicht irgendwie eine von den vielen Neuversionen. Es gab ja dann auch nochmal für DS gab es eine Version, die glaube ich auch schon ein bisschen besser war. Also ich habe das mal angespielt für den DS, das fand ich ein bisschen runder. Es ging, glaube ich, mit der Kamera besser. Ja, aber ich glaube, das war auch das Hauptproblem, was ich immer hatte. Also Kamera bei Mario 3D-Spielen ist immer katastrophal. Beziehungsweise die Tiefenwahrnehmung. Ich glaube, das ist das Allerschlimmste. Auch bei sowas wie Mario Galaxy, was dann ja schon eine relativ geile Grafik hatte. Aber ich weiß nie, wo ist Mario gerade im Raum. Und selbst bei den 3D-Mario-Spielen habe ich teilweise versucht, 3D anzumachen, um das zu kapieren. Das funktioniert auch nicht. Das ist so ein Widerspruch in sich. Und ich springe dann ganz oft einfach nur ins Leere. Weil ich denke, aber ich bin doch auf Höhe von dieser Plattform. Wann bin ich denn? Dann weiß der aber Bescheid, beim nächsten Mal passiert es nicht. Aber das hat auch wieder sowas mit diesen Missständen da lernen umzugehen. Und wie gesagt, wenn du das bei Mario 64 dann so nach und nach drin hast, dann kannst du das auch ganz cool spielen. Dann hupst du dann relativ fix durch. Aber das ist auch so ein Spiel, selbst wenn ich das 20, 30 schon gespielt habe und gehe ins erste Level zurück, kann ich trotzdem immer noch nicht perfekt einschätzen, wo gerade der Goomba im Verhältnis zu mir steht und springe halt daneben. Das ist nicht so gut. Wie ist denn das? Du kannst ja mal ganz kurz erzählen mit deinem Webcomic Super Mario, den es immer noch auf Animex gibt und das auch, glaube ich, so das maßgebliche Werk war, worüber dich ganz viele Leute kennengelernt haben als Künstler. Erzähl doch da noch ein bisschen drüber, wenn es noch was gibt. Gibt's nichts, oder? Das war's schon. Ich ich habe damals das erfunden. Mario. Nerd. Du hast Mario. Nein, ach, das ist Quatsch. Weiß ich nicht. Gibt es gar nicht immer so viel zu erzählen. Das war halt, das ist aus dieser ersten Idee halt raus. So, Mario ist, deswegen ist Mario halt so ein Trottel geworden. Und dann war das halt viel so komische Unstimmigkeiten in diesem merkwürdigen Mario-Universum, was halt einfach da sind, oft aufzugreifen und so. Weiß ich nicht, das hat ja Spaß gemacht, den zu zeichnen. Aber irgendwann war das mal vorbei. Hatte mir jetzt irgendwie was Romantischeres vor. Das war halt nichts Romantisches. Ja, wenn das so eine Verarbeitung von Frust beim Spiel war, meinst du dann nicht, dass sogar Odyssey dich dazu bringen würde, weiterzumachen? Ja, das Ding ist, also, das ging ja immer weiter. Der Stil bei Super Mario, also zum Beispiel, das war viel von dem, also vom Super Mario 64 angelehnt, zum Beispiel wie das Schloss halt in meinem Comic aussah, das sieht dann genauso aus wie in dem N64-Teil und so weiter. Aber ich habe dann ja auch weiter noch Mario-Spiele gespielt und da dann auch immer Anspielungen irgendwie drauf aufgebaut. Und das war halt wirklich so ein Ding, so ich mache halt irgendwie das Mario, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, glaube ich das erste Mario und Luigi zusammen durch die Zeit hatte ich damals gespielt. Dann irgendwas aus dem Spiel damit eingebaut. Sopranos. Peter Sopranos. Aber das war dann immer cool, dass dann so eine Wirkung kam, von dass einer meinte, hey, ich kenn das, ich hab das auch gespielt, cool. Das war ja irgendwann, war es ja wirklich so ein Nintendo Best-of. So die Nintendo-Lizenzen. Ja, genau. Und irgendwann brach das dann halt auf.
Ich wusste aber damals, in der Zeit, wo ich das gemacht habe, ich dachte, ich bin der Einzige, der sowas macht. Bis ich halt mal festgestellt habe, es gibt also ganz viele Fanfiction-eske Comics, die so in die Richtung gehen. Vor allen Dingen, ich habe dann auch so Sachen eingebaut, die schon sehr Fanfiction-mäßig waren. Einfach weil ich das witzig fand, dass zum Beispiel gab so eine Liebesgeschichte zwischen Peach und Luigi so ein bisschen, weil Link halt auch ein Trottel dann war. Einfach, ich dachte, das passt ganz gut zu Mario, wenn beide so Franchise Hauptprotagonisten, die Trottel sind. Alles sowas. Und ich habe ja immer noch vor, ich habe ja noch bis Mitte November Zeit, da ist nämlich Super Mario, genau vor 10 Jahren ging das los, Mitte November. Und es ist ja nicht beendet, der Webcomic hört halt einfach irgendwann auf. Und ich habe eigentlich mir vorgenommen, dieses Jahr den zu beenden. Weißt du noch, was die letzte Folge war, die du gemacht hast? Ja, weiß ich noch. Sag mal kurz. Also ich habe mehrere unfertige Seiten seit Jahren bei mir rumliegen. Vor allem halt auch eine Seite, die diesen ganzen Mario ist. Es gibt das Kapitel, in dem Mario nicht vorkommt. Ja. Auch einfach nur aus diesem, das war so eine Trotzreaktion, weil irgendwann mal einer schrieb, immer hieß der Gag, dass Mario dumm ist. Du kannst gar nicht. Du bist ein schlechter. Ich habe hier 200 Seiten, hat mir der Comic gut gefallen, aber jetzt ist mir aufgefallen, dass jeder Gag immer der gleiche ist. Jetzt mag ich das nicht mehr. Aber aus Trotzreaktion habe ich dann halt ein Kapitel gemacht, wo Mario einfach nicht vorkommt. Und das wird dann irgendwann mal aufgelöst und so weiter und so fort. Und ich habe halt die Seite, wo der gibt auch noch Zeitreise, spielte der auch noch eine Rolle, weil das auch noch mit Studieren mit Rind, dem Webcomic von dir, halt auch noch dann so sich irgendwie überschnitt und so. Diese eine Seite wird es mit der Mafia wieder aufgelöst und es kommt noch ein Gag über den Schauspieler von Tony Soprano drin vor und das ist ganz komisch. Ja, damals noch gelebt, schätze ich mal. Ja, das, der Gag ist, dass der, wie heißt der denn nochmal? James Gandolfini. James Gandolfini halt in der Zwischenzeit gestorben ist. Seit das angefangen hat, das Kapitel und jetzt zu dem Schluss und ich habe das jetzt auch mal durchgeblättert und müsste jetzt eigentlich noch irgendwo noch ein Gag unterbringen, dass jetzt halt irgendwie seit dem letzten Kapitel-Update 6 Jahre oder so vergangen sind. Und das habe ich halt seit Jahren bei mir rumliegen und ich will das jetzt eigentlich mal fertig machen. Es sollte halt eigentlich nochmal so ein ganz langes Kapitel geben, wo auch nochmal fast alle Charaktere sterben und so. Vielleicht kürze ich das ein bisschen. Was die Leute erwartet hatten bei Vielleicht Super Mario. Kürze ich das nochmal ein bisschen ab. Dann mach ich das noch fertig. Du müsstest so eine total krasse Endstory haben. Ja, das soll dann machen die nur Mario Tennis. Das Ding ist, ich spoiler das jetzt aber mal. Okay. Oder? Ja, bitte. Es sollte halt so sein, die Todd Flanders. Die werden die wurden in dem Comic halt immer ganz schlecht behandelt, wie so Trottel, weil die in den Spielen auch ein bisschen immer so rüberkommen, wie so die weinerlichen, unsere Prinzessin ist entführt, wir können nichts machen, Mario muss alles machen. Deswegen sind das halt auch Vollidioten in den Comics. Und dann ist es halt so, die werden halt auch von Peach immer ganz schlecht behandelt, weil es halt nur Untergebene sind und sie ist halt die Königin, sie hat keinen Respekt vor den Untergebenen. Und einer, der hat dann ja irgendwann mal so einen mentalen Breakdown und realisiert das so, dass er die ganze Zeit verarscht wird und scheiße behandelt wird und alle seine Freunde sind gestorben irgendwie in dem Kapitel. Und er sagt, so, jetzt ist Schluss, ich will das nicht mehr. Und dann bricht er halt auf und zieht halt los sozusagen, um Rache zu üben und taucht dann halt erstmal nicht mehr auf. Und der Twist soll halt sein, dass der zum Schluss halt wiederkommt und die Apokalypse auslöst sozusagen. Also erst sollte es so sein, dass da nochmal so eine Art Go-In-In-Win-Turnier stattfinden soll im Pilzkönigreich, wo ich auch was mit einem Schlaufuchs eingebaut wollte, damals ursprünglich. Nein. Und es sollte halt so sein, dass der Gewinn für das Ding ist, dass man sich von mir, ich tauche da ja auch schon auf als Autor des Comics, sich von mir was wünschen kann. Und der hätte das gewonnen und der hätte sich halt das Ende von Super Mario gewünscht. Und es wäre halt in der Form gewesen, dass dieser ganze Comic irgendwann in sich zusammen implodiert wäre. Also du konntest bei Animax ja auch so die Farbe von Animax
dir rausholen und das mit Photoshop, das sollte also sein, dass die ganzen Seiten irgendwann so in sich zusammenfallen und alles bricht ineinander und löst sich auf und wird so eingezogen und dann ist halt zu Ende. Schön. Das sollte das Ende sein. Vielleicht mache ich jetzt ein anderes Ende, weil das auch sehr viele Seiten gewesen wären, die ich dann noch zeichnen müsste. Vielleicht mache ich das so in 10 Seiten oder so, mache ich das noch fertig. Mal gucken. Irgendwann wollen wir ja nochmal das Thema, also ich hatte es zumindest ein paar Mal vorgeschlagen, dieses Pile of Shame, so verschiedene Sachen, die wir alle so im Laufe unseres Lebens angesammelt haben und auch angefangene Comic-Projekte natürlich. Und bei mir ist es ja genauso mit Studieren mit drin, bis das wahrscheinlich sogar noch länger gerade on Hiatus ist. Das ist ja das Problem, dass du dich dann irgendwann so reinsteigerst. Ne? Ich weiß noch, Super Mario war ja wirklich eine Zeit lang mein Lieblings-Webcomic. Also auf Animex, aber generell, ich habe damals nur auf Animex-Webcomics gelesen. Und das, was du dann den Lesern irgendwann gegeben hast, war ja nicht das, was die Leser von Anfang an erwartet hatten. Die Leser wollten ja nur ein Gag, haha, Link, Kirby, ich kenne das, das ist Yoshi. Und du warst ja auch bei Studieren mit drin. Studieren mit drin hatte ja ähnliche Funktionen, dass du halt in jedem Kapitel irgendein Franchise, irgendwas aus den Medien aufgreifst. Twilight, Pokémon, One Piece, Superhelden und so weiter. Und mehr wollten die Leute nicht. Mhm. Und ich hatte aber halt die Ambition, denen mehr zu geben. Ja. Und bei dir war das halt ähnlich mit diesen riesigen Story-Arcs. Auf einmal ist es in Canon mit den Sopranos. Und dann Studieren mit Rind und Super Mario ist dann auch alles in Canon und eine total komplizierte Zeitreise-Story und so weiter. Und da haben wir, glaube ich, auch viele Leute verloren. Ja, Super Mario ist ja sowieso, es kommt die Zeitreise-Story und also das aktuelle Kapitel oder ja, wie war das denn nochmal? Das ein Kapitel, das hatten immer 30 Seiten jedes Kapitel. Und das eine ging dann bis zur Hälfte und dann fing ein neues Kapitel an, was auch irgendwie bis zur Hälfte ging. Und dann fing diese Zeitreise-Story an und dann ging das in dem anderen Kapitel wieder weiter. Das war halt so ein Meta-Gag hier, das Zeitreise-Kapitel spielt in der Vergangenheit, ihr müsst in das alte Kapitel zurückgehen. Ja. Und ich merkte halt, dass die Leute das irgendwie nicht checkten, weil du kannst ja auch, also du konntest zwar bei Animex, wurdest du immer auf die aktuelle Seite, glaube ich, geschickt, wenn du da direkt drauf geklickt hast, aber ich glaube, ich hatte da auch viele Stammleser, die einfach immer nur geguckt haben, ist mal irgendwie aktualisiert worden oder so. Und die haben immer nur in das aktuellste Kapitel reingeguckt. Und viele meinten immer so irgendwann dann zu mir, ja, mach doch mal weiter Super Mario. Und ich so, ja, mach ich doch die ganze Zeit. Das ist doch das Zeitreisekapitel, das geht doch in der Vergangenheit. Das hat echt niemand kapiert. Ja, das war, glaube ich, auch einer so dieser Totschläger dann. Und dann war es irgendwann mal vorbei. Der Weihnachtsmann taucht ja auch nochmal auf. Zu ambitioniert, sage ich dir. Ja. So war es ein bisschen. Aber ich habe es mir letztens halt nochmal durchgelesen, so in Vorbereitung darauf, ob ich es jetzt vielleicht doch nochmal zu Ende bringe, das Ganze. Es hat mir schon gut gefallen. Ja. Muss ich sagen. Also es ist halt furchtbar gezeichnet, teilweise, gerade am Anfang auch. Also auch schlechter, als ich es in Erinnerung habe. Aber ich denke dann nur so, die Gags sind eigentlich ganz cool. Das ist so schön mit Filzstiften koloriert. Ja, genau. Es ist halt auch sehr viel ausprobieren Kram, wo man dann sieht, da habe ich dann das erste Mal einen Computer gehabt und wusste dann auf einmal Photoshop, wie es funktioniert, aber ich hatte es zumindest. Ach ja, eigentlich ganz cool. Vielleicht mache ich das. Ach, ich will das auch jetzt fertig machen. Ja, das ist immer, sobald man wieder davon erzählt, dann juckt es einen wieder. Ja. Ich werde auch irgendwann natürlich mal Studieren mit drin dann noch so ein sinnvolles Ende geben. Zumindest, dass das nicht irgendwo mittendrin in einem Kapitel seit 5 Jahren oder so stecken bleibt. Sondern wenigstens noch das Kapitel beenden, noch 2-3 kurze Kapitel hinten ran. Das ist halt jedes Mal so 1-2 Tage Arbeit. Das ist das Problem. Ja. Ich hatte dann bei Studieren mit drin auch immer mehr Aufwand pro Kapitel, weil ich halt so viel wollte, aber das wollten ja die Leser nicht. Und trotzdem ärgere ich mich halt. Es interessiert auch niemanden mehr. Niemand guckt mir bei Super Mario rein. Niemand guckt mir bei Spielen mit drin rein. Aber wir als Zeichner, wir haben sie auch so lange gepflegt, diese Sachen. Und es war ja wirklich auch erfolgreiches Zeug. Es wäre schon echt schade, dass es jetzt so versumpft. Letztens schrieb mir dann halt wieder einer
mich irgendwie über Elefantenfriedhof, das ist auch so frustrierend, ich habe über Elefantenfriedhof dann erzählt und dann kam halt so ein Kommentar wie, Elefantenfriedhof interessiert mich irgendwie nicht. Ich will nur, dass Super Mario endlich mal weitergeht. So hat er es nicht ganz gesagt, aber es war so ein bisschen aus dem Subtext, konnte man das raushören. Und halt auch so mit einer Aussage, mach das doch, zeichne das doch auch nochmal alles neu, in geil, und dann bring das doch als Buch raus. Das kann man ja auch nicht als Buch rausbringen, das funktioniert halt auch einfach nicht. Das ist bei mir glaube ich auch so der Hauptgrund, warum ich bei Studieren mit Rinder nicht mehr ganz so die Ambition hatte, das unbedingt fortzuführen, weil das dann so eine Phase war, wo jeder Mist, den ich gezeichnet hatte, irgendwo veröffentlicht wurde, entweder bei einem anderen Verlag oder halt bei unserem Delphinium Prince. Und bei Studieren mit Rind war das halt ausgeschlossen. Ich wusste genau, ich muss halt eigene Studieren mit Rind Mini-Geschichten jetzt machen, die ja dann zum Beispiel auch in ein paar Tokyopop-Büchern mit drin waren, in Blutrotkäppchen, das Evil Sausage. Aber ich wusste genau, wie diese ganzen referenzreichen Fanart, Fanfiction-Konglomerate, die wir da machen, da können wir nichts machen bei Delphinium Bin. Ja, aber wofür machst du es dann? Es dient doch alles nur noch dazu, es zwei zu verwerten, um es auf Convention an insgesamt 10 Leute zu verkaufen. Das ist eigentlich total dumm, weil Super Mario und Studieren mit drin, die hatten ja viele, viele tausend. Ja, eben, das war eigentlich, das hat man, also das erkenne ich ja auch jetzt halt auch erst so, dass das eigentlich viel erfolgreicher war als so meine Hefte und damals, aber es war einfach dieses Gefühl, das ist gedruckt. Das ist in der echten Welt, ist es da und es kauft jemand. Ich kriege zwar kein Geld dafür, aber es hat jemand sich die 3 Euro bezahlt, um das jetzt zu lesen. Das war wie für mich damals so viel mehr wert. Ja. Aber dafür hätte jede Super Mario Seite wahrscheinlich ein paar hundert Leser oder so. Das war, das hatte ja viel, das ist schon ein mächtiges Gefühl auf alle Fälle. Also. Selbst meine erfolgreichsten Veröffentlichungen, muss ich sagen, du erreichst nie so viel wie mit einer Seite von Studieren mit Rind, damals gerade als der Hype am höchsten war. Mhm. Ich hatte ja damals so Statistik mir auch mal geholt. Du konntest ja bei Animex diese Tofu-Pakete dir holen, wo du dir Statistik anzeigen lassen kannst. Ich hatte dann pro Seite 60.000 Klicks. Krass. Also, das war wirklich dumm. Das nicht weiterzumachen, also nicht in der Frequenz und in der Art, wie es war, weiterzumachen. Naja, lange Geschichte. Immer ein bisschen abgeschweift. Haben wir noch was zu den Spielen? Haben wir überhaupt noch Akku auf der Kamera? Können wir noch ein bisschen was machen? Ja, ein bisschen haben wir noch. Ja. Der Hund wird langsam unruhig. Ein bisschen Saft ist noch auf der Kamera. Mit dem Hund dann mal kurz raus muss. Aber Jochen. Erzähl du doch mal was zu dem Sprung zu den 3D-Marios. Hast du da noch ein bisschen was gespielt? Nee, kann ich eigentlich überhaupt nichts dazu sagen, weil sobald Mario in 3D war, habe ich es quasi nicht mehr gespielt. Das war nicht mehr mein Mario. Oh. Also ich spiele bis heute noch gern Mario World immer mal wieder. Den Mario World, Mario, was? Brothers 3? Mario. Spiele ich auch ab und zu noch gern. Den ersten Teil, ganz wenig. Ich gucke mir gerne Let's Plays, Speedruns dazu an. Das macht immer noch Spaß, Habt ihr eigentlich ich bin ja auch Speedrun-Fan. Mhm. Und es macht auch mehr Spaß, auch mal von Spielen das anzugucken, wo man das sehr gut selber auch sehr gut kennt, das Spiel. Und dann so denkt, das ist so ein Fan. Und ich habe mir halt mal die Weltrangliste für Super Mario 64 angeguckt. Und es sind halt 200 Runner sozusagen. Und auf dem letzten Platz, es sind dann meistens so 2 Stunden noch was. Da liegt irgendwie der Rekord. Also ich glaube, der Weltrekord ist, glaube ich, unter einer bei einer Stunde noch was sogar mittlerweile. Super Mario 64. Mhm. Und aber auf dem letzten Platz ist halt irgendwie 15 Stunden oder so. Und das ist halt auch nur so ein Typ, der sagt, ja, ich kann das ganz gut spielen. Und der spielt das halt auch ganz gut, aber der stirbt halt auch ständig und so. Der ist auch irgendwie in einem Chat mit einem anderen oder so und dann labern die halt einfach nur. Aber er hat das halt am Stück durchgespielt, 15 Stunden gebraucht. Und ich hatte mir irgendwann mal in den Kopf gesetzt, da
Das brichst du. Du wirst besser sein als diese 15 Stunden und dann kommst du auf die Weltrangliste der besten Super Mario Spiele. Es ist natürlich klar, also es geht um die Runner, es geht dann nicht um die Weltrekorde, weil dann sind alle nur diese eine Stunde noch was. Ja, klar. Weil jeder dieser Runner, der da in der Liste drin ist, die haben das halt 100 Male schon durchgespielt. Aber dann wäre ich einer der 200 besten Mario, Super Mario 64 Speedrunner. Ja, müsste ich eigentlich mal machen. Aber dann habe ich so überlegt, schaffst du das mit 15 Stunden durchzuspielen, unter 15 Stunden? Ist auch schon schwer. 120 Sterne ist eh trotzdem immer noch schwierig. Auch, obwohl ich so oft schon gespielt habe. Stimmt, ist es dann quasi die 100%? Ja, ja, also 120 Sterne Run, den ich dann machen müsste. Ich müsste, glaube ich, echt vorher nochmal üben, dass ich da auf das Level komme, dass ich das hinkriege unter 15 Stunden. Dir die richtige Route überlegen, damit du nicht zu viel wegen gedoppelt läufst. Ja, das würde ich nochmal hinkriegen. Das wäre, glaube ich, gar nicht so das Problem, weil der Typ halt auch keine besondere Route hatte, sondern er spielt das halt einfach. Aber, ja, wenn ich ein bisschen nochmal üben würde, könnte ich das hinkriegen. Das wäre ganz geil. Vielleicht mache ich das mal. Aber das würde ich nicht alleine machen, natürlich möchte ich dann jemanden dabei haben, mit dem ich mich dann unterhalten kann, auch so ein bisschen. Nächstes Zeichen drauf. Ich empfehle übrigens mal das Let's Play von den Game Grumps zu Super Mario 64, weil das sehr schön, das würde Dave halt auch gefallen. Oh, weil die es fängt halt so an, gut finden. Nee, es fängt dann an mit, ja, das ist so das Beste, das ist schon sehr gut und so, finden das, also loben das halt erstmal so über einen grünen Klee oder Teig oder wie das heißt am Anfang. Und du merkst halt so richtig den Verfall, gerade von Aaron, der das halt spielt. Der hasst das Spiel zum Schluss so sehr. Der hasst Mario zum Schluss so sehr. Und hat keinen Bock mehr. Die hatten sich halt vorgenommen, ja klar, wir machen 120 Sterne und so, ist cool, Mario, wir lieben Mario. Ich hab keinen Bock mehr auf diese Scheiße. Ich hasse es. Ich hasse es so ist so ein Ding, wo ich das Gefühl habe, das ist in den letzten Jahren umgeschwungen. Ich weiß noch, bei mir kam das relativ früh, dass ich halt hinterfragt habe, warum die Leute das so geil finden. Mhm. Und wenn du das mal irgendwo offen angesprochen hast, das ist gleich wie mit, wenn du Ocarina of Time nicht von vornherein auf Platz 1 der besten Videospiele aller Zeiten setzt. Die Leute schütteln den Kopf, können dich nicht verstehen. Aber das ist doch so gut. Das habe ich doch als Kind gespielt. Mhm. Das muss gut sein. Und mittlerweile habe ich ja das Gefühl, dass immer mehr Leute das Lager wechseln und sagen, ja, okay, ganz ehrlich, so geil ist es wirklich nicht gewesen. Und jetzt ist es gar nicht mehr so abwegig da, diese Meinung kundzutun. Aber ich weiß noch, vor ein paar Jahren, da wurdest du da regelrecht angefeindet. Das ist den Leuten halt so ein heiliger Gral. Und die Spiele, die danach kamen, die 3D-Mario-Spiele, die waren ja jetzt nicht schlechter, würde ich einfach mal behaupten. Hm. Aber da haben es dann die Leute gemerkt, weil die Leute halt auch mit den Spielen älter geworden sind und auf einmal gemerkt haben, die gleiche Scheiße funktioniert nicht nochmal. Super Mario Sunshine war dann ja sowas, wo die Leute relativ einstimmig gesagt haben, hey, nee, das ist... Ja, bei Super Mario Sunshine ist es aber mittlerweile so, dass dann viele Leute wieder sagen, oh, genau, das war besser eigentlich. Eben, so genau, da wollte ich drauf hinaus. Also das ist wie mit Jochens Super Mario Bros. Der Film. Wo alle sagen, der ist scheiße. Aber Jochen sagt, ja, so als Nicht-Super Mario-Film, sag ich mal, es ist ein ganz guter Film, wenn du das halt nicht so labelst und auf Krampf halt unbedingt dein Chocolate Mountain Mushroom Kingdom haben willst, dann ist es halt irgendwie so eine interessante Zukunftsdystopie. Und genauso Super Mario Sunshine musst halt drauf einlassen, dass das halt eine andere Schnacke ist. Auf einmal funktioniert es halt auch. Ja, natürlich auch diese Kameraprobleme, den ganzen Kram, das ist teilweise ein bisschen nervig. Aber ich glaube, da polarisieren die Leute ein bisschen zu sehr. Aber auch interessant, wenn man sich mal Verkaufszahlen anguckt, bis auf Mario 64 ist halt die große Ausnahme, die 3D-Mario-Spiele lohnt sich für Nintendo nicht wirklich. Ja. Für Nintendo wäre es eigentlich am sinnvollsten, die machen nur ein Super Mario World Revival nach dem anderen. Diese New Super Mario Bros. Spiele, die waren so viel erfolgreicher als alles, was die mit viel mehr Geld und Aufwand in 3D produziert haben. Noch ein bisschen schade. Ich möchte eigentlich schon, dass die 3D-Mario-Spiele weiter existieren, in der Hoffnung, dass die irgendwann das mal hinbekommen mit der tiefen Wahrnehmung. Weil da viel Gutes drinsteckt. Das
mich halt an den New Super Mario Bros. Titeln so nervt, ist, dass die so gleich alle sind. Das ist so, ja. Könntest du mir jetzt ein Bild zeigen von irgendeinem da draußen? Ich könnte nicht sagen, aus welchem Spiel das ist, weil die halt. Das sind ja auch immer die gleichen 3D-Models und so. Das sieht halt einfach alles exakt gleich aus. Ich denke auch nicht, dass das die meisten Leute, die das kaufen, auch irgendwie mal durchspielen. Ja, denke ich auch. Ich weiß auch nicht. Ich habe letztens überlegt, ich hätte mal wieder Bock, die sollten mal wieder ein 2D-Mario machen, was so Comic-Grafik wieder angucken hat. Und dann aber, ach, darauf kommt es eigentlich nicht an, eigentlich kommt es auf die Grafik auch nicht an. Aber irgendwie, ja, weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich mit Comic-Grafik. Ja, ja, es kommt jetzt nicht darauf an, dass das dann halt so eine Comic-Grafik hat. Darum geht es ja nicht. Nee, das aber, was für eine Grafik nimmst du denn da jetzt als Referenz? Also welches Mario-Spiel hat in deiner Meinung nach diese Comic-Grafik, die du... Ja, eher was in die Richtung wie Super Mario World, aber vielleicht halt richtig gezeigt, oder sowas wie Rayman zum Beispiel, ja, die okay. Rayman-Spiele, sowas in die Ecke, da hätte ich... So, aber ich finde den Stil, wie gesagt, es kommt halt eher auf das Spielerische an, nicht jetzt auf den grafischen Stil, aber da halt auch mal so ein bisschen noch mutiger wieder zu werden. Nicht auf diese Nummer sicher gehen, wie, oh, das gefällt den Leuten, wir machen jetzt nochmal das Spiel. Ja, das ist halt das Problem, dass das trotzdem so funktioniert. Aber ich muss die 2D-Mario-Spiel trotzdem auch ein bisschen in Schutz nehmen. Weil ich gesagt, ich habe jetzt neulich wieder welche gespielt und ich hatte die halt auch mit der Wahrnehmung gespielt. Ja, stimmt, ich habe mal das erste Super Mario Bros. Mal, ich glaube 2008 oder 2009 mal gespielt. Hatte ich auch gedacht, okay, das ist Super Mario World mit... zwei neuen Funktionen. Kann ich auch Super Mario World spielen, was echt nichts hinzugebracht hat. Aber trotzdem muss ich sagen, wo ich jetzt neulich nochmal dieses New Super Mario Bros. 2 auf dem DS gespielt habe, ich war super unterhalten. Also ich fand, es war halt so ein gutes Spiel, trotz allem. Es ist halt meckern auf hohem Niveau, aber es ist halt schade, dass es Videospiele als Kunstform, als Medium absolut nicht voranbringt. Und da muss ich halt Nintendo dann wirklich mal überlegen, ja, ist das das, wofür wir stehen als die Firma, die früher halt das Medium wirklich immer bis an die Grenzen gebracht hat und jetzt halt diese Einstellung, ja, komm, naja, wir machen nochmal das Spiel. Wir brauchen noch ein bisschen neues Geld. Können damit jetzt dieses neue Shitty Mario 3D-Spiel finanzieren? Ja, das ist nicht ganz ernst. Aber es lohnt sich halt nicht für Nintendo. Das ist halt der große traurige Punkt. Ja. Für Nintendo lohnt es sich halt, so kleine Spiele zu machen, wie zum Beispiel dieses Super Mario One oder wie das heißt, auf dem iPhone. Mhm. Das hatte ich jetzt auch mal ein bisschen gespielt. Da dachte ich mir, ja, das ist nett. Und das ist so super erfolgreich. Aber das ist doch nichts eigentlich. Das braucht kein Mensch ernsthaft spielen. Erst recht nicht, wenn man halt schon ein paar Mario-Spiele auf Cartridge irgendwo zu Hause liegen hat. Warum sollte man Super Mario One dann noch spielen? Ja. Es ist auch immer das Gleiche. Also dieses Super Mario 3D Land und das New Super Mario Bros. 2, die ich direkt hintereinander gespielt habe. Das eine ist 3D, das andere ist 2D. Gefühlt zweimal dasselbe Spiel. Mhm. Also ein bisschen halt die Perspektive verändert sich. Also du kämpfst gegen die gleichen Bosse, du kämpfst dann gegen den Bowser, dann hast du nochmal ein paar Level hinten dran, wo du dachtest, das ist doch jetzt schon vorbei, und dann musst du nochmal gegen den Tri-Bowser kämpfen, der dann nur so Skelett ist, und dann spielst du nochmal ein bisschen weiter, und dann ist der tot, und dann wird er nochmal groß gezaubert von seinen Kindern, dann kämpfst du nochmal gegen den, und dann ist das Spiel vorbei. Ich hatte mal eine Idee für ein Mario-Spiel. Du bist Bowser, und du hast keinen Bock mehr auf die Scheiße. Und du veranstaltest ein Casting, wer wird der neue Super Mario Bösewicht. Und dann hast du halt, am Anfang hast du dann so Boos, die dann so King Boo oder irgendwie sowas. Und dann kommen aber auch immer neue so dazu. Irgendwelche neuen Gegner, die es bis dahin einfach noch nicht gab. Und Bowser muss halt immer gegen die kämpfen und dann zum Schluss sagen, wer ist jetzt der? Wer wird sein sowas wie Street Fighter? Ich weiß auch nicht, was für ein Genre das dann wäre, aber... Es gab hier mal ein Spiel, wo, ja, also Bowser war in mehreren Spielen schon spielbar, aber es gab ja mal eins, wo er wirklich eine große Rolle gespielt hat, dieses hier Super Mario RPG. Inside Bowser, hieß das so? Gibt's auch, ja. Das war ja aus der Mario RPG. In den ersten Super Mario RPG spielst du ja auch schon Bowser. Ja, genau. Habe ich immer gerne Bowser gespielt, dann habe ich aber, ich kam da ja, das ist auch so eine tragische Geschichte mit mir und Super Mario RPG. Das wird sehr, finde ich, sehr schwer. Und ich war dann an so einer Stelle, wo ich gedacht habe, oh, das kann ja irgendwie nicht sein, dass das jetzt so schwierig ist. Und dann habe ich halt mal im Internet nachgeguckt und es ist so, gibt es halt so Spieletipps
ja, entweder in dieser Stelle musst du stundenlang looten und leveln, ansonsten kommst du dann nicht weiter. Oder du kannst halt irgendwie so eine Rüstung finden, so Special-Rüstungsgegenstände. Mit denen bist du halt sehr gut auf jeden Fall auf die nächsten Kämpfe. Ich bin da kurz vor Ende sozusagen darauf gut vorbereitet. Um das aber kriegen zu können, musst du halt so ganz komischen Sachen machen. Und du brauchst halt so ein Item. Und ich habe das Item verkauft. Oh nein. Weil ich hatte das nur so und da habe ich so Geld viel, relativ viel Geld für gekriegt. Ich habe gedacht, ja, dafür wird es wohl sein, dass ich es verkaufen kann. Oh nein. Nee, es ist halt dafür, dass du das gegen diese Superrüstung eintauchst. In Rollenspielen verkauft man nichts. Ja, Mann. Ja, ich bin halt nur so einfache Rollenspiele. Ja, ich habe dir, ich habe ja mal geguckt, wie du ja, Pokémon super spielst. Gut. Das ist, oh Gott, da habe ich mich innerlich geblutet. Das ist halt ein japanisches Rollenspiel. Ja, ich müsste es jetzt halt einfach nochmal neu von vorne anfangen und dann. Vielleicht sogar eins meiner Lieblings-Mario-Spiele, die Fortsetzung von Super Mario RPG, was ja ursprünglich auf dem Super Nintendo, aber leider nicht in Deutschland rauskam. Was jetzt übrigens auch mit auf dem Super Nintendo Mini drauf ist. Fortsetzung Super Mario Superstar Saga. Da dachte ich, dass du das vielleicht auch mit der Comic-Grafik meinst, weil das halt hatte einen angenehmen, schönen Stil, wie damals halt auch die Zeldas auf Handheld, so mit Minish Cap in die Richtung. Das hat mir total gut gefallen. Das war ein richtig rundes, geiles Spiel. Und da ist jetzt auch ein Remake rausgekommen, auf dem 3DS, glaube ich. Geil. Das hatte noch so eine komplette extra... Ja, ich weiß nicht, eine Missionsreihe oder was, wo du Goombas spielst, glaube ich. Es war ein witziges Spiel. Halt auch ein Rollenspiel, aber mit so ganz viel Zelda-mäßigen Adventure-Aspekten, wo du halt auch so Fähigkeiten einsetzen musstest, um weiterzukommen. Und hattest du auch einen interessanten Plot. Und total ironisch. Also das war ein richtig schönes Spiel. Ist ein absoluter Favorit mit in der Mario-Reihe. Und das ist halt auch zu in-kennen mit diesen normalen Super Mario Spielen. Also es ist halt einfach nur ein anderes Genre, aber du springst halt auch auf Gegner drauf und so weiter. Das hatte aber halt auch diese extreme Level-Problematik, weil da das Problem war, du musstest ganz normal Erfahrungspunkte sammeln, aber wenn du ein neues Level abhattest, war das nicht wie in den meisten japanischen Rollenspielen hier, du hast jetzt zwei neue Stärkepunkte, drei neue Punkte auf Defense, ein auf Geschwindigkeit und so weiter, sonst wurde da jedes Mal wie ausgewürfelt. Mhm. Du konntest halt, ich weiß nicht mehr, wie das war, aber du konntest halt sowas wie einen besten Würfelwurf haben und da hast du überall ganz viele Punkte bekommen. Oder du hattest halt Pech und hast nur ganz wenig Punkte bekommen. Und es konnte halt sein, dass wenn du dreimal in Folge ein Level up hattest und Glück hattest, dann war das so viel wert wie 20 Mal ein Level up haben und halt nicht so viel Glück haben. Das war dadurch ein bisschen scheiße gebalanced. Und ich hatte halt nicht so oft so viel Glück. Ich habe dann manchmal extra so gespeichert vorm Level up. Aber das war nur noch nervig, weil du musstest das dann abpassen. Oh, dann habe ich wieder ein Level up. Ich speichere ja lieber mal. Dann hast du ein paar Kämpfe gehabt. Dann hast du es dann manchmal alles nochmal spielen müssen, weil du dachtest, na, ich hatte jetzt eine 4 gewürfelt oder wie auch immer. Ich hätte ja wenigstens eine 5. Das war dann nervig. Aber ich hab's dann halt auch geschafft. Du musst dich aber auch vorm letzten Boss oder so, vorm letzten Dungeon, ich weiß nicht mehr genau, musst dich richtig viel nochmal leveln. Das war dann ein bisschen nervig. Es war vom Pacing her ein bisschen ungünstig gemacht, weil das sonst ein flott erzähltes, schön schnelles Spiel war, wo dann wirklich nur am Ende nochmal so eine Faust auf dich runterprasselte und der Bowser am Ende und noch ein anderer Bösewicht, der hinter dem Ganzen stand. Das war ein bisschen zu heftig. Aber lustig und hat auch damals schon ganz viele andere Mario-Spiele oder so Spin-off-Titel wie Luigi's Mansion zum Beispiel versucht mit in den Kanon reinzubringen. Bin ich aber wahrscheinlich der Einzige, der das gespielt hat. Ich kenne niemanden, der das gespielt hat. Es war auf dem Game Boy. Das ist jetzt ehrlich gesagt gar nicht, dass das geht. Ja, das ist in Deutschland rausgekommen. Gab es dann halt die Fortsetzung mit dem Inside Bowser Story, habe ich nicht mehr gespielt. Dann ist es mit Luigi Dream irgendwas, was glaube ich rauskam, als dieser Luigi Geburtstag war, also New Super Mario Bros. Luigi rauskam. Und Partners in Time.
Heim gibt's noch. Mhm. Und halt dann das, wo die Paper Mario treffen. Und ja, es gibt ja ganz viele so DS Super Mario. Genau, das ist halt aber alles RPG. Diese Reihe, ja. Das sind diese Mario und Luigi Teile. Oder halt, ja, Paper Mario. Das ist ja so. Ich finde, die werden zum Schluss immer auch nochmal ein bisschen knackiger. Mhm. Und die hatten halt auch so fiese, wie so Rhythmus-Minigames. Ja, und möchte, dass wir aufhören. Ja, hasst Super Mario. Ja. Ja, können wir dann auch. Also, wir können ja irgendwann da nochmal ansetzen. Es gibt ja viele, viele Mario. Genre-Fans greifen zu, alle anderen spielen Probe. Wir haben auch das ist aber das Gute eigentlich auch, du hast bei Mario so viel Kram, so viel Genres auch, die irgendwie mal irgendwann mal bedient worden sind, kannst du irgendeiner finden, irgendwas findest du auf jeden Fall, ja. Denke ich. Auch eins meiner Lieblings-Mario-Spiele ist dieses Fußballspiel Mario Strikers oder wie das heißt. Gab es da noch so einen Charge, so eine Fortsetzung, ich weiß nicht mehr so geil. Aber das damals auf GameCube war, das ist das Spiel, was ich am längsten auf dem GameCube gespielt habe. Was ich einfach nur, wo ich alles freigeschalten und überall alle Medaillen hatte, einfach mal weitergespielt. Das habe ich in der Ausbildung, da hatte das einer dann immer mit und dann haben wir das nachmittags immer gespielt ohne Ende. Das finde ich immer ein bisschen schade, dass das im Gegensatz zu sowas wie Mario Kart so untergeht, weil es ist im Prinzip Mario Kart. Das hat sogar die gleichen Power-Ups und so weiter. Es ist halt nur Fußball statt halt Formel 1 oder wie man es nennen mag, Kartfahren. Aber das finde ich immer schön bei den Mario-Spielen, dass das halt so breit gefächert auch mal irgendwie jede Sportart auch mal aufgreift und es halt aber auch dann cool macht. Wir haben ja jetzt wirklich nur an der Oberfläche gekratzt bei Mario-Spielen, haben ja nicht mal die Hauptreihe sozusagen durchbequatscht. Also wir könnten ja jetzt noch mal ewig lang über sowas wie Mario Sunshine, Mario Galaxy haben wir nur ganz nebenbei mal mit erwähnt. Wir haben, oh Gott, was gab's denn da jetzt noch so? Ich weiß jetzt gar nicht. Aber die ganzen Ausflüge von Mario aufs Philips CD-i haben wir nicht erwähnt. Wir haben die Mario Trickfilm-Serie nicht erwähnt. Super Mario Super Show. habe ich als Kind versucht zu gucken. Das ist ganz schlimm gewesen. Ganz schlimm traumatisch. Es gibt so viel von Mario, diese ganze Hintergrundgeschichte mit diesem Landlord in New York damals von der amerikanischen Niederlassung von Nintendo, nachdem die halt Mario benannt haben, wie die auf Jumpman kamen, warum aus Jumpman Mario wurde. Diese ganze Kram, diese ganze Videospielhistorie, die da mit dranhängt. Man kann halt noch so viel erzählen, aber reicht vielleicht erst. Aber Jochen hat keine Lust mehr. Jochen hat gesagt, schickt euren Beschwerdebrief an 123 Jochen Bodelshausen. Er hat gesagt, es ist überhaupt eine Scheiße. Alles nochmal. Sonic findet er viel besser. Ja, ja. Alex Kidd ist ein großer Fan von. Und Bugsy oder wie das hieß. Sein Lieblingsspiel. Lieblings-Jump'n'Run. Meine sehr cool verehrten. Coolsport, bist du? Kennt ihr noch Coolsport? Natürlich kenne ich Coolsport. Mochte ich auch ganz gern Coolsport. Damen und Herren, es war mir mal wieder eine Ehre, euch bespielen zu dürfen für die Ohren mit unseren Stimmen. Ich denke, für Jochen Störzer und David Fileggi war es auch wieder ganz gut. Wir freuen uns, euch nächste Woche möglicherweise mit dem Twin Peaks ersten Teil des Twin Peaks Podcasts begrüßen zu dürfen. Eventuell. Vielleicht nehmen wir aber auch noch irgendeinen anderen Podcast vorher auf und ich weiß es jetzt noch nicht. Aber die Fragen stelle ich mir ganz oft. Die Fragen des Lebens. Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Was ist der Sinn des Lebens? Wieso kann Yoshi macht der Eier? Ist Yoshi das erste Pokémon gewesen? Weil er aus Eiern schlüpft und so eine Art Tiermonster ist und nur seinen eigenen Namen sagt?
Niemand weiß das alles. Mein Lieblings Mario Song ist Das ist der Super Mario Song. Everyone sings along. 8 übrigens, bevor es losgeht, oder ist schon eine Aufnahme? Was denn? Meine Mutti, die guckt ja auch viel deine Videos an. Und hallo, Grüße. Die hat mal eine Zeit lang immer mit dir zusammen dann Tee getrunken. Yes! Wenn der geil! Wenn Vlog kam, habe ich sicher einen Tee gemacht und habe nebenbei einen Tee getrunken. Dann trinke ich auch mal wieder Tee. Ja, die würde sich da freuen. Hat die auf Bier getrunken, wenn ich Bier getrunken habe? Ja. Cool. Das haben mir ja viele dann geschrieben. Ja, trink mal lieber wieder Bier in deinen Videos. Ich will lieber Bier trinken statt Tee. Dumm. Was soll ich denn noch alles trinken? Demnächst spritze ich mir dann Heroin oder so.